Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Space Engineers. Es hilft ja alles nichts. Wir brauchen noch Gold, wir brauchen Platin. Platin brauchen wir nicht. Wir brauchen Gold, wir brauchen Silber. Wir brauchen eigentlich so ziemlich alles. Also Gold, Platin, Silber auf jeden Fall. Ich laber Scheiße. Gold brauchen wir. Da haben wir aber noch ein bisschen Reserve. Wir brauchen Silber auf jeden Fall. Und, ja gut, Kobalt und Nickel haben wir jetzt nicht so viel, aber zumindest ausreichend. So, Silber gibt es, glaube ich, hier. Eisen, Platin, Silber habe ich nicht gesehen. Doch da, Silber, Silber und Silikon, Silizium. Aber holen wir uns erstmal das Silber hier aus dem Berg. Haben wir da schon einen Claim? Nee, haben wir nicht. Dann werden wir uns mal hier so schräg durchgraben. Hilft nichts. Was ist denn da links im Fenster? Seht ihr das? Links zuppelt's, obwohl ich hier unten bohre. Jetzt irgendwie nicht so Sinn. Und es geht auch einfach immer noch viel zu viel verloren. Was soll denn das? Bohren tun alle Köpfe, aber irgendwie nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Hilft nichts. Die Verluste müssen wir jetzt hinnehmen. Ist mir jetzt auch egal, dass da vorne jetzt gerade irgendwie so ein Förderband explodiert ist. Kleine Verluste gibt es immer. Sinnvoller wäre es halt damals auch gewesen, wenn wir die Förderbänder in der Mitte gebaut hätten, statt außen. Aber jetzt ist es halt so und Pech. So. So richtig mega effizient sind wir da gerade nicht. Silizium, Alter, da kommen wir überall nicht so schnell dran. Und die Triebwerke müssen auch die ganze Zeit hin und her düsen. Ja, das hat, glaube ich, nicht so Taug. Wir gucken mal, ob wir überhaupt was dabei haben. Stein. Ja, Stein und Eisen, das ist das Einzige, was wir rausholen konnten bis jetzt. Und hier sind zwei Bohrer. Ja gut, die werden nicht leer gemacht. Egal. Dann machen wir das mit dem Leermachen halt jetzt. Bohrer aus.
trotzdem echt ärgerlich. Gut, wie gesagt, auf die Akkus könnte ich noch ganz gut verzichten. Wenn die halt nicht fertig sind, wenn ich die nicht verwenden kann. Für die erste Jungfernfahrt ist mir das nur egal. Wichtiger ist mir eigentlich, dass ich halt in der ersten Jungfernfahrt auf jeden Fall die Triebwerke habe. So. Die beiden. Ach Mist, was macht nicht? Mach ich denn da? Naja, mal was anderes. Ach Mist, ey. Oh Mann, ey. Naja, gut. Ist halt mal passiert. Ist ja zum Glück nicht viel verloren gegangen. Aber warum werden... Also der Bohrer müsste entleert werden. Der natürlich nicht, das ist mir klar. Hinten ist alles verbunden. Eigentlich dürfte nur der eine Bohrer leer bleiben. So, den einen, den machen wir jetzt manuell leer. Das ist ein bisschen langweiliger als sonst. Tut mir echt leid, aber... Dafür haben wir es ja gleich hinter uns hier. So, noch ein bisschen Stein. So, jetzt. Und wenn es jetzt passt, müsste doch eigentlich... Na gut, das ist noch Frachtcontainer, aber ansonsten... Bohrer 4 ist immer noch voll. Wer ist denn Bohrer 4 bis? Bohrer 3? Bohrer? Dann müsste eigentlich Bohrer 4 müsste er hier sein. Nur warum? Der ist doch verbunden. Da, zack, zack, zack. Ah, guck mal da. Das wurde nicht angezeigt hier. Habt ihr das gesehen?
Ach, so ein Scheiß, ey. Und ich suche mir den Fehler nur wegen einem Darstellungsbug. Interne Panzerung. Da brauchen wir zwei. Und ein Motor. Oh, ich sehe gerade, hier gibt's Reaktorkomponenten. Oh, bevor wir das natürlich fertig schweißen. Parkt man natürlich wieder brav hier oben drüber. Sonst haben wir nämlich das Problem, dass unser Auswurf nämlich wieder sonst wohin wirft. Nee. Interne Panzerung. Brauchen wir nochmal ein bisschen was. Aber ich glaube, daran soll es eigentlich nicht liegen. Wenn es über der roten Linie ist, ist es doch eigentlich fertig, oder? So, so. Ach, da brauchen wir nochmal zwei. Ich habe das gedacht, ja, ich sollte nicht denken. Ach komm, egal. Auswurf. Hä? Und nach hier unten ist doch alles auch Taco. Keine Ahnung, was da jetzt schief ist. Ach, ist mir jetzt eigentlich auch egal. Pass auf. Dann ist das halt kaputt. Aber wir bauen jetzt wenigstens noch die Ressourcen, die wir hier haben. Die Reaktorkomponenten zum Beispiel, die verbauen wir jetzt noch. Komme, was wolle. Auch wenn es natürlich ärgerlich ist, dass sie irgendwie da die Ressourcen nicht so mitspielen, wie sie eigentlich sollen. Aber jetzt ist halt so. So, dann brauchen wir Kobalt und Nickel. Nickel wird dort hergestellt. Haben wir noch irgendwo Kobalt? Da haben wir noch Kobalt. Das lassen wir mal da. Und das Ding hier, Kobalt, könnten wir da noch drauf packen. So, der macht nämlich eh schon Kobalt. Das kann mal abgebrochen werden, kurz. Das nicht, die brauchen wir. Okay. So, schauen wir mal schnell. Das hier ist fertig, die Seite. Das ist gut. Die Triebwerke sind auch soweit fertig, das ist auch gut. Hier fehlt es noch an den Computern. An den Energiezellen. So, bei den Gyroskopen am Computer und hier vorne, was brauchen die? Stahlrohr, Motor und Computer. Das haben wir doch da. Stahlrohr.
So, 10. Computer. Sensorkomponenten. Da brauchen wir eigentlich nur einen Erdsensor. Gut, das machen wir gleich nochmal. Was haben wir denn noch? Computer. Stahlrohr haben wir hier. Komm wieder, finde ich gerade nicht. Macht nix. Das kann man nämlich hier schon mal fertig zimmern. Okay, das ist das. Hier die Triebwerke. Was braucht ihr denn? Herstellungskomponenten und Stahlplatten. Das ist zumindest mal eine Anforderung, die nicht allzu exotisch ist. Dann hätten wir das nämlich auch noch weg. Herstellungskomponenten, Stahlplatten. Das ist ein bisschen wie so ein Denkspiel, oder wie ich packe meinen Koffer. Okay, Triebwerkskomponenten sind mir jetzt ausgegangen. Oh Mann. Das wird ein definitiv längeres Bauprojekt hier. Und apropos länger, wie sieht es eigentlich hiermit aus? 3 ist jetzt nicht so viel. Was ich noch machen könnte, wäre... Herstellungskomponenten, ja. Herstellungskomponenten haben wir hier. Sensorkomponenten haben wir da. Okay, also mehr Sensorkomponenten brauchen wir eigentlich nicht. Eine Idee, dann demontieren wir nämlich mal hier in der Anlage, die gerade nichts macht. Ich glaube, das war die 3, nee. Die 2 macht gerade nichts. Fertigungsanlage 2. So, du schiebst mal das nach da. Okay, da ist noch so eine Fertigungsanlage, die macht blöd. Ja, Fertigungsroboter. So, und wo haben wir jetzt hier die ganzen Sensorkomponenten? Da haben wir welche und die kommen in die 2. Das kommt in den Frachtcontainer. Hä? Ja, machen wir so. Auch wenn ich den Rest jetzt irgendwie nicht demontieren konnte. Wenigstens Platin und Eisen zurück. Das können wir wenigstens woanders nochmal verwenden. Vor allem das Platin wird sofort verwendet. So, und die Herstellungskomponenten, warum haben wir die denn hier rumfliegen? In der 2. 2. Die habe ich doch eben... Muss man nicht verstehen, ne? Ich mach die weg.
Und er holt sie sich wieder. Das Fertigungssystem ist irgendwie so ein bisschen bescheuert hier. Wäre sinnvoll, wenn es einfach alles in diese Container packen würde. Aber irgendwie kriegt es das nicht so ganz auf Kette. Ja, mal hier weg. Tauchen sie auf. Mal hier hin. Sind sie weg. Man muss es nicht verstehen. Okay. Nichtsdestotrotz, das ist alles fertig. So nach und nach kriegen wir hier wenigstens ein bisschen Platz rein. Die ganzen Ressourcen werden verarbeitet, das ist gut. Wir haben aber trotzdem immer noch akute Ressourcenknappheit. Und es wird auch wahrscheinlich in den nächsten Folgen jetzt nicht allzu viel besser werden. Vor allem die Computer fehlen uns. Aber wir haben jetzt hier vorne schon mal den Teil fertig. Die Front wird demnächst abgeschlossen. Der Unterboden muss noch gemacht werden, die ganze Verkleidung muss noch gemacht werden. Aber das machen wir erst, sobald hier hinten diese ganzen Abschnitte wirklich fertig sind. Und da fehlen uns auch noch die Triebwerkskomponenten. Das ist natürlich alles noch ziemlich scheiße, dass da so viel fehlt. Aber naja, gut, vielleicht kriegen wir das ja demnächst auf Kette. Wer macht denn hier eigentlich die Triebwerkskomponenten, damit das wenigstens weiterlaufen kann? Der hier soll sie machen, kann sie aber nicht machen wegen den... Dann machen wir es erstmal hier die Reihenfolge ein bisschen ändern. Und da fehlt es mir auch an Gold. Ja, ich befürchte, egal wie sehr ich oder wie gern ich mit dem jetzt schon auf Reise gehen wollen würde, so bald wird das wohl nichts. Wir müssen mit dem nochmal ein bisschen Gold holen. Wir könnten den natürlich demontieren und dann hierfür verwenden, aber das wird noch nichts bringen. Da braucht man mehr Komponenten als das, was da oben drin ist. Naja, aber sagen wir jetzt für die nächsten Folgen noch so ein paar Sachen, die wir bauen müssen. Und das werden wir auf jeden Fall probieren, dass wir dann so schnell wie möglich hier den alten gegen den neuen ersetzen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao.